Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen, besonderen dieser Dad-Video auf meinem Kanal. Wieso besonders? Seit 5 Jahren gibt es dieser Dad, ziemlich genau jetzt. Und ich habe gleichzeitig 50.000 Abonnenten auf YouTube geknackt. Und ich habe gedacht, das ist eine gute Gelegenheit, um diese 5 Jahre Social-Media-Aktivität Revue passieren zu lassen und ein paar von euren Fragen zu beantworten. Zum Beispiel, warum mache ich das überhaupt? Wie kam es dazu? Was hat sich verändert in den 5 Jahren und hat sich's gelohnt? Zum Beispiel auch, wie viel Geld habe ich denn damit verdient? Das alles erfahrt ihr in diesem Video. Das Ganze begann eigentlich in einem Hotel in Berlin. Mein Sohn Oskar war ja schon lange auf YouTube aktiv. Ich war als sein Manager unterwegs und wir sind viel rumgereist. Und er sagte dann am 31. Juli 2018, nachdem ich jetzt auch inzwischen mal in seinen Videos vorgekommen war, Papa, du machst jetzt auch mal einen Instagram-Kanal. Wie soll denn der heißen? Ja, ich heiße dieser Oskar, dann heißt du dieser Dad. Dann hat er mir diesen Instagram-Kanal eingerichtet und nach einem Tag hatte ich 10.000 Follower auf Instagram. Ich glaube, nach einer Woche waren es dann 20.000. Seitdem habe ich mich kontinuierlich auf unter 12 wieder runtergearbeitet. Da habe ich dann zunächst IGTV-Videos gemacht und dann erst am 29. August 2018 mein erstes YouTube-Video gemacht. Und in meinen ersten Videos ging es eigentlich hauptsächlich darum, dass ich Oskars Vater war. Was macht dieser Dad beruflich und solche Sachen. Dieser Lautsprecher hier hinten war tatsächlich der Anlass für mein erstes wirklich erfolgreiches Video. Es ging nämlich da um die Frage Sonos oder Bose. Und dieses Vergleichsvideo hat 132.000 Aufrufe hervorgerufen. Das war für mich sensationell. Und auf die Kommentare habe ich dann gleich noch ein Reaktionsvideo gemacht und das hat 163.000 Aufrufe gehabt. Ansonsten gab es noch den Diss-Track für Oskar. Da hatten wir so eine Battle miteinander, eine Rap-Battle. Und die hatte fast 200.000 Aufrufe. Ansonsten waren diese Videos am Anfang eigentlich relativ bescheiden. Die hatten so immer so um die 5 bis maximal 10.000 Aufrufe. So ging das eigentlich die ganze erste Zeit, das ganze erste Jahr. Ja, und dann kam dieser Tesla ins Spiel. Alleine die Überlegungen, sich ein neues Elektroauto anzuschaffen und die Konfiguration des Tesla und diese Fragestellungen haben viele interessiert. Am 2. Juni 2019 kam ein Video Tesla Model 3 billiger als Skoda und das hat 134.000 Leute interessiert. Wenig später dann, wir konfigurieren unser Model 3, das waren 243.000. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht interessiert euch ja nicht nur ein Elektroauto, sondern auch woher der Strom kommt und habe mal ein Video über meine PV-Anlage gemacht. 2 Jahre PV-Anlage, lohnt sich das? Das ist bis heute mein erfolgreichstes Video mit 1 Million Aufrufe. Und zu diesen beiden Themen, Elektromobilität, vor allem aber Tesla und PV-Anlage, Energiewende, habe ich eigentlich in den letzten 5 Jahren immer wieder mal ein Video, was 6-stellige Aufrufe hatte, gemacht. Zum Beispiel im August 2020, als ich in Berlin vorbeigefahren bin, bei HPC Piquea mir angeschaut habe, wie man autark werden kann mit Wasserstoff und Solar. Das haben bis jetzt 540.000 Leute gesehen. Ich glaube, mein letztes 6-stelliges Video war im November 2022, mein Video über 100.000 Kilometer mit dem Model 3. Was ist dein Ansporn, YouTube-Videos zu machen? Was gefällt dir besonders gut an YouTube? Ja, was war mein Ansporn damals? Ich habe das in dem Neuland-Buch eigentlich beschrieben. Als ich jung war, da gab es eigentlich nicht viele Möglichkeiten, sich zu zeigen. Das war eigentlich nicht möglich, in die Zeitung zu kommen oder ins Fernsehen. Auch fürs Theater, um dort arbeiten zu können, brauchte ich einen Intendanten. Es gab überall Gatekeeper, die verhindert haben, dass man sozusagen in die Öffentlichkeit kommt oder groß rauskommt oder auch nur klein rauskommt. War immer alles sehr mühsam. Und das ist für mich nach wie vor der Reiz von YouTube. Also die pure Möglichkeit, diese Plattform zu nutzen für eigene Inhalte und etwas zu senden und dann zu gucken, wie das Publikum mit den Füßen abstimmt und ob sie es gucken oder nicht. Was mich am Anfang tatsächlich auch unterstützt hat oder da bei der Stange gehalten hat, war die Community. Vor 5 Jahren war das so. Ich weiß natürlich noch, als ich diese Tesla-Videos gemacht habe, bevor ich das gekauft habe, kam aus der Community ganz konkret auch der Hinweis, hey, es gibt da dieses Long-Range-Modell mit nur dem Heckmotor. Das hätte ich sonst nicht gewusst und so geht es mir auch heute noch. Also ich nehme die Sachen auch ernst, die ihr in die Kommentare schreibt und ich lass mich davon auch inspirieren, gehe der Sache nach und so weiter. Auch wenn ich da nicht immer die Schlüsse ziehe, die derjenige, der den Kommentar geschrieben hat, daraus gerne gesehen hätte.
Was für mich als Moderator, als Künstler ein Grund war, ist, dass ich hier alles alleine machen kann. Also ich habe ja auch TV-Shows gemacht und die auch schon im kleinen Maß mit 7 Leuten, sage ich jetzt mal, nicht mit 30, wie jetzt ein großer Sender arbeiten würde. Aber diese Möglichkeit, mit einer Kamera, mit einem Mikrofon und mit nur mir selbst eine Sendung erstellen zu können, die selbst zu schneiden in dem Rhythmus, auch die Fähigkeiten, die ich da habe, vielleicht auch die Begabung für Rhythmus meinetwegen, ausspielen zu können, das war für mich sicherlich mit ein entscheidender Punkt. Es ist möglich, sich auszudrücken, zu kommunizieren mit einem relativ begrenzten finanziellen Aufwand. Allerdings mit einem immensen Zeitaufwand. Ich glaube, der wird einfach häufig unterschätzt, auch von denen, die es gucken. Vor allem von denen, die nur gucken und nie selber was machen. Die wissen nicht, wie viele Tage man an einem Video oft sitzen kann. Was hat sich in der Zeit in deinem Leben verändert? Wirklich schöne Frage. Zusammengefasst, ich würde sagen, äußerlich vielleicht wenig, innerlich alles. Vor 5 Jahren war Oscar auf YouTube aktiv. Ich war sein Manager, bin viel mit ihm rumgereist. Heute macht Oscar für mich Thumbnails, berät mich, aber ich bin eigentlich derjenige, der von uns beiden wahrscheinlich mehr YouTube macht. Beruflich hat sich zeitweise bei mir alles verändert. Das war Corona. 2 Jahre, in denen ich praktisch keine Bühne hatte, meine Veranstaltungen nicht machen konnte, vieles, was geplant war, abgesagt worden ist und ja, vieles, was ich über einige Jahre aufgebaut habe, durch diese Zäsur auch bis heute nicht wieder gekommen ist. Vieles kommt auch wieder, gerade Veranstaltungen für Unternehmen, die ich konzipiere und moderiere, sind wieder da. Dann, was sich auf YouTube verändert hat, ich weiß noch, wie wir damals mit Freunden, die Schauspieler sind, auch Fernsehschauspieler teilweise, diskutiert haben. Die hatten Angst, dass ihnen ihr Geschäft wegbricht, weil YouTube jetzt alles ja, ersetzt. Und ich glaube, Christoph Grachten hat damals auch gesagt, in 5 Jahren wird es kein Fernsehen mehr geben oder sowas. Ja, das Gegenteil ist passiert. Die Fernsehanstalten haben YouTube gekapert. Und wir haben heute recht viele Beiträge aus Zweit- und Drittverwertungen von Privatsendern, auch öffentlich-rechtlichen. Und dadurch ist natürlich ein unglaublicher Druck, auch ja, Leistungsdruck oder Qualitätsdruck in YouTube reingekommen, weil natürlich die ganz andere Produktionsmittel zur Verfügung haben, als ja, vor 5 Jahren noch ausreichend waren. Auch die Ansprüche der Zuschauer scheinen mir gewachsen zu sein. Und was die Resonanz betrifft, beobachte ich schon, also früher habe ich immer gesagt, es gab einfach unflätige Kommentare. Das waren, keine Ahnung, 5%, das war normal. Heute habe ich eher das Gefühl, gerade bei diesen Themen, die ich behandle, Energiewende, Elektromobilität, da gibt es nun wirklich ganz viele Leute, die ganz gezielt mit Copy und Paste da rein trollen und irgendwelche Wahrheiten oder Nichtwahrheiten, ja, postulieren in den Kommentaren. Ich empfinde viel mehr Aggressivität und Unwillen und auch vor allem der Unwillen, dass man mehrere Meinungen haben kann. Das hat sich für mich deutlich verändert. Ja, ich weiß, die Frage zielt auch darauf, was sich privat verändert hat. Da kann ich auch sagen, so ziemlich alles. Und ich bin hier in der Wohnung meines Vaters, der vor 2 Monaten verstorben ist, die ausgeräumt ist, die leer ist, noch ein Flügel steht drin. Das war ein Abschied, den ich nehmen musste am Ende dieser 5 Jahre. Es gab aber auch die Trennung von meiner Frau, die Scheidung, eine neue Partnerschaft, Patchwork, ganz vieles, was hinter den Kulissen sicherlich mich vor allem ja, verändert, geprägt, beeinflusst hat. Und insofern hat sich für mich in diesen 5 Jahren enorm viel verändert, wenn ihr noch Corona dazu nehmt, was meine komplette berufliche Geschichte verändert hat. Jede Menge Veränderungen auf allen möglichen Bereichen. Hat sich das Engagement in Social Media gelohnt? Spaß und berufliche Erfüllung. Ja, ich mag so ein bisschen den Spruch, Being famous on Instagram is a bit like being rich at Monopoly. Also ich glaube, dadurch, dass ich eben auch schon früher immer auf Bühnen gestanden habe und ja auch in meiner Stadt einigermaßen bekannt bin, habe ich, glaube ich, ein ganz gesundes Verhältnis zu Wertschätzung auch gegenüber öffentlichen Personen. Und kann das vielleicht ganz gut einschätzen, was diese Likes und virtuellen Belobigungen bedeuten. Ich muss sagen, es hat mir durchaus Spaß gemacht oder macht mir auch Spaß, wenn ab und zu mal jemand am Supercharger mich erkennt als dieser Dad oder ja, mir auch sagt, dass er das mag. Also was die berufliche Erfüllung betrifft, kann ich klar sagen, ich ziehe immer die persönliche Begegnung vor. Ich ziehe immer den Live-Auftritt vor Ort vor. Das ist für mich einfach
das, wo ich herkomme, und das erfüllt mich mehr und da ist die Wertschätzung für mich auch echter. Ich muss gestehen, ich überlege mir auch mindestens zweimal im Monat, ob ich das eigentlich weitermachen will. Und meine Lösung ist eben, ich mache einfach die Sachen, die ich gerne möchte, dann, wann ich sie gerne möchte. Und ja, den Algorithmus zu gefallen, ja, das gelingt mir halt da nicht. Und deswegen habe ich auch immer mal wieder ein interessantes Interview mit jemandem und das hat nur 1500 Aufrufe und das ist dann auch okay. Und damit kommen wir zu der Frage, lohnt sich das? Und zwar mal ganz aufs Geld bezogen. Dazu vielleicht ein paar Worte darüber, wie man überhaupt Geld verdient mit YouTube. Zum einen gibt es das sogenannte YouTube Money, also das, was dir Google als Anteile für Werbeschaltungen ausschüttet. Ich habe das spaßeshalber mir mal angeschaut und da ich es dem Finanzamt sage, sage ich es euch auch. Ich habe in diesen 5 Jahren insgesamt für meine Videos 35.800 Euro von YouTube bekommen. Das klingt ganz schön viel. Wenn man das jetzt durch die 244 Videos teilt, ist es pro Video 146 Euro im Schnitt. Wenn man jetzt weiß, dass ich für ein Video so 2 bis 3 Tage normalerweise beschäftigt bin, relativiert sich diese Zahl. Ich muss sagen, von August 2019 bis März 2020, und das war so in der vollen Corona-Zeit, habe ich tatsächlich mit YouTube 1.400 Euro im Monat verdient. Da habe ich regelmäßig Videos gemacht und habe auch erfolgreiche Videos gemacht. Und das war eine Zeit, in der konnte ich das Geld auch gut brauchen. Seit Oktober 2022 sind es ungefähr 417 Euro im Monat, die ich durch YouTube dazu bekomme. Und ja, da fragt man sich dann schon mal, ob man jedes Wochenende oder jedes zweite Wochenende dafür ein Video rausbringt, womit man sich 2 bis 3 Tage beschäftigt. Vermutlich ist für euch auch interessant, für welche Videos ich besonders viel Geld bekommen habe, weil das ist nicht einfach linear. Je mehr Aufrufe, desto besser wird man bezahlt. Zum Beispiel für das HPC Pikea Video habe ich tatsächlich am meisten bekommen. Das waren 1.470 Euro. Das waren allerdings auch eher eine sehr weite Fahrt und vielleicht 4 bis 5 Tage Schnitt, weil da habe ich sehr viel Informationen reinverarbeitet. Das zweitbestbezahlte Video ist das über den Batteriespeicher Resuflex. Das sind so ungefähr 1.000 Euro. Das drittbestbezahlte ist über 100.000 Kilometer im Model 3 mit 815 Euro. Und die Solaranlage, also mein meistgeschautes Video mit 1 Million Aufrufe, hat nur 424 Euro gebracht. Da gibt es also keinen linearen Zusammenhang, sondern es geht darum, wie viel Werbung kann Google drauf schalten. Das ist natürlich immer abzüglich Materialeinsatz, Reisen, Zeitaufwand für Reisen und natürlich Steuern. Und dann gibt es natürlich noch Kooperationen, mit denen man Geld verdienen kann. Und da muss man sagen, mein Grundsatz ist immer, es ist ein interessantes Video, weil sonst schaut es keiner. Das zweite ist, ich möchte, dass es informativ ist. Also es muss eine Substanz geben. Daran scheitern ganz viele Kooperationsanfragen, weil es ist halt nichts Neues. Es gibt halt dann noch eine Wallbox oder noch ein Accessoire, was es aber auch schon bisher gibt. Und es ist keine neue Information dabei. Mache ich nicht. Denn ich möchte, dass es drittens auch möglichst innovativ ist und irgendeinen Nutzenvorsprung bietet, der es rechtfertigt, dass man darüber ein Video macht. Mein vierter Grundsatz ist, dass ich Freiheit habe, es so zu finden, wie ich es finde und nicht irgendwas Vorgegebenes in die Kamera sprechen muss. Und der fünfte Grundsatz ist tatsächlich, dass ich nicht Reichweite verkaufe, weil die kann ich nicht beeinflussen, sondern ich lasse mir einfach eine Videoproduktion bezahlen, einfach die Zeit, den Aufwand, meine Expertise und natürlich die Kreativität, ein Video zu entwickeln. Insofern gab es gar nicht so viele Kooperationen in diesen 5 Jahren. Es sind vielleicht eher 2 Hände voll. Das heißt, ich habe nie was von Tesla bekommen. Ich habe eigentlich, glaube ich, ein einziges Autovideo, wo ich eine Reise bezahlt bekommen habe. Alle anderen Videos über E-Autos habe ich nichts dafür bekommen. Ich habe nichts für HPC Pikea bekommen und nichts für die Videos über meine Solaranlage und eigentlich auch nichts für die Videos über die Wärmepumpe. Da geht es mir wirklich darum, Informationen anhand meiner praktischen Erfahrungen zu teilen. Vielleicht auch noch ganz spannend für euch, für jede Kooperation, die ich gemacht habe, habe ich in meinem Computer mindestens 5 bis 10 Anfragen gefunden und nochmal 3 bis 4 Konzepte, die ich gemacht habe, aus denen dann nichts geworden ist. Ich glaube, das wichtigste Learning zum Thema Geld verdienen auf Social Media ist, dass das Geld nicht immer unbedingt daher kommt, wo man seine Arbeit reinsteckt. Es gibt nämlich Nebeneffekte sozusagen. Und in meinem Fall ist zum Beispiel eine große Sache, die ich in den letzten 5 Jahren machen kann, die Podcasts für The Smarter E. Da bin ich der Host der deutschsprachigen Ausgabe und die erscheinen alle 14 Tage. Und das ist einfach ein
Auftragspodcast. Genauso habe ich meinen Podcast für Ford gemacht. Ich habe verschiedene Videoproduktionsaufträge bekommen aus dem Bereich erneuerbare Energien. Ganz selten auch mal eine Moderationsanfrage. Und es ist auch nicht so, dass die Anfragen jetzt kamen, weil man mich von YouTube kennt. Aber ich hatte einfach ein Argument, wenn die Anfrage kam und dann sagten die, ach ja, stimmt, dieses Video habe ich auch mal gesehen. Naja, und dann wusste man schon ein bisschen mehr über mich und das ist dann vielleicht der Grund gewesen, warum ich einen bestimmten Auftrag auch mal bekommen habe. Tja, was ist das Fazit? Hat sich das jetzt für mich gelohnt? Ich sag mal, in der Corona-Zeit war das für mich goldrichtig, weil ich hatte keine andere Bühne und ich hatte die Möglichkeit, mich irgendwie auszudrücken und es hat sogar noch ein bisschen Geld in die Kasse gespült, was damals tatsächlich nicht unerheblich war. Je mehr jetzt mein eigentlicher Beruf wieder zurückkommt und auch meine Coaching-Angebote wieder wahrgenommen werden, umso schwerer fällt es mir manchmal, ehrlich gesagt, noch YouTube-Videos zu machen. Und ich habe für mich einfach die Lösung gefunden. Ich mache dann Videos, wann ich denke, ich habe ein Thema, was interessant ist, wann ich Lust drauf habe. Solange ich in meinen Videos wirklich interessante Inhalte bearbeiten kann und meine Kreativität, meine künstlerischen Mittel, meine Moderationsfähigkeit einsetzen kann, um die rauszubringen, finde ich es toll. Sofern ich so in politische Gewässer komme, wo eigentlich nur Kritikaster unterwegs sind und alle sich auf die Köpfe hauen und ihre Meinungsverschiedenheiten unter meinen Videos auftragen oder sagen, hey, du hast ja überhaupt keine Ahnung, weil sie denken, sie haben die Ahnung, finde ich ehrlich gesagt mühsam. Ich will euch zum Schluss da ein Beispiel dazu nennen. Zur Wärmepumpe, die jetzt in den nächsten Videos wieder eine große Rolle spielen wird, hatte ich eigentlich zwei substanzielle Fragen. Nämlich erstens, soll ich die kleine oder die große nehmen? Und zweitens, soll ich zwei Speicher oder einen Kombispeicher dafür nehmen? Und ich habe diese Frage an vier Leute gestellt, die alle Experten auf ihrem Fach sind. Den Entwickler der Wärmepumpe, der das ganze System erfunden und gebaut hat. Den Installateur, der die Dinger verbaut und auch ja, über die Jahre wartet. Den Energiesparkommissar, den viele auf YouTube kennen, der ein Buch darüber geschrieben hat und der ja, Energieberater ist und sich damit super auskennt. Und noch den Yogi, einen aus meiner Community, der früher Kraftwerke gebaut hat und ein wirklich erfahrener Ingenieur ist und mir immer erklärt, um was es da eigentlich geht. Ja, das Ergebnis war, zwei haben ganz klar gesagt, nimm die kleinere Wärmepumpe und zwei Speicher. Zwei haben ganz klar gesagt, nimm die größere Wärmepumpe und einen Kombispeicher. Und ich habe beide Meinungen komplett verstanden nach einer Weile und sie waren beide völlig schlüssig und logisch. Und so ist es eben. Es gibt manchmal zwei richtige Meinungen. Und das halten viele von uns nicht aus und denken, weil sie jetzt viel gelesen haben, müsste ihre eigene Meinung die richtige sein. Dann schreiben sie das auch in die Kommentare. Und das ist vielleicht mein Schlusswort zu diesem Video. Die Wahrheit ist, dass es die Wahrheit oft nicht gibt und mir fehlt manchmal ein bisschen Demut und Weisheit in dieser Welt. Gebt mir bitte ein Like auf dieses Video, kommentiert gerne unten und seid auch auf jeden Fall nächstes Mal wieder dabei. Bis dahin, euer Dieseldad.